Bei mir, liebe Zuschauer, ist jetzt Klaus Kant, der Polizeipräsident. Herr Kant, wir haben die Zahlen gehört und die Fakten. Wir haben gehört, dass Risikogruppen wieder Kinder und Senioren sind. Das liegt in der Natur der Dinge. Was tut die Polizei an Präventivmaßnahmen, um hier noch zu besseren Zahlen in den nächsten Jahren zu kommen? Also wir tun eine ganze Menge in der Verkehrserziehung der Kinder, schon im Vorschulalter. Wir bilden Schülerlotsen aus, wir begleiten die quasi auch im Verkehrsraum, den Weg zur Schule und solche Dinge. Und da passiert im Bereich der Kinder sehr viel. Im Bereich der Senioren werden wir auch immer verstärkt aktiv und machen eine ganze Reihe von Informationsveranstaltungen. Wir haben so einen kleinen Flyer rausgebracht, wo wir praktisch die Senioren nochmal darauf hinweisen, was wichtig ist, um Alter mobil zu sein. Wie ist da so die Resonanz? Also haben Sie das Gefühl, dass die Senioren auch wirklich verstärkt zu Ihnen kommen und selber Interesse haben, sicher durch den Verkehr zu kommen oder sich eher angegriffen fühlen als die Gruppe, die eben nicht mehr so fit ist und deswegen ja solche Maßnahmen braucht? Nur erstmal haben wir einen leichten Rückgang bei den verunfallten Senioren, also die verletzt worden sind. Das ist schon mal ganz positiv. Und es ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage der Selbstreflexion. Wenn Sie älter werden, haben Sie automatisch leichte Defizite. Das Sehvermögen wird schlechter, das Hörvermögen, das Reaktionsvermögen lässt nach. Aber dadurch, dass es so ein ganz schleichender Prozess ist, merken Sie selbst ja nicht richtig. Und das ist dann schwierig zu sagen, okay, wie kann ich mich darauf einstellen, mit in meiner jetzigen körperlichen Situation mich trotzdem verkehrssicher zu verhalten. Stichwort Kontrollen. Also klar heißt es immer ganz schnell, na, da stehen Sie jetzt wieder und wieso hier und das ist reine Abzocke. Wonach werden die Punkte ausgewählt, wo Sie Messungen vornehmen? Es ist so, dass natürlich überall die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden sollten. Das ist klar. Und wir versuchen aber Schwerpunkte zu setzen, wo eben Unfallhäufungen sind oder aus unserer Sicht besonders kritische Bereiche. Aber es gibt kein Tabu. Wir können überall stehen mit unseren mobilen Kontrollen. Was halten Sie davon, dass es Blitzerwarnungen gibt? Soll ich sagen, finde ich eine ganz interessante Geschichte, denn Verkehrssicherheit beginnt im Kopf. Und auch die Blitzerwarnung, auch wenn sie, ich sag mal, unsere Kontrollstelle enttarnt, bringt aber doch zumindest das Thema Geschwindigkeit in die Köpfe der Menschen. Und das finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch mit dem Effekt unser Blitzermarathon. Wir machen ihn ja nur einmal einen Tag lang. Und trotzdem haben wir zum Beispiel im letzten Jahr das so toll umworben, ist so gut von den Medien angenommen worden, dass sogar am Tag davor und danach das Geschwindigkeitsniveau in der Stadt offensichtlich gesunken ist. Also wenn wir das Thema Geschwindigkeit bewusst machen. Da helfen auch diese Blitzerwarnungen durchaus, glaube ich, dass das was bewirkt. Was glauben Sie, was effektiver ist, die stationäre oder die mobile Messung? Es ist so, dass die stationäre Messung ja nur an ganz besonderen Unfallbrennpunkten ist. Und da ist es auch gut so, wenn da ein rund um die Uhr Druck, Verfolgungsdruck da ist. Das ist in Ordnung. Aber wir brauchen natürlich auch die mobile Messung. Wir haben viel mehr mobile Messstellen als stationäre, damit man eben überall in der Stadt damit rechnen muss, auch kontrolliert zu werden. Drogen, das andere Stichwort, haben Sie gesagt, immer noch ein großes Problem, auch in Berlin. Was schließe ich daraus, dass Sie jetzt die Kontrollen dort noch verstärken oder anders gewichten, was weiß ich, dass sich besondere Punkte nehmen, wo Sie verstärkt kontrollieren oder besondere Tageszeiten im Blick haben? So, bei den Drogen ist es nicht ganz so einfach wie bei Alkohol. Wenn Sie Alkohol haben, haben Sie vielleicht eine Fahne und die Ausfallerscheinungen sind so ein bisschen kalkulierbarer. Bei Drogen haben Sie das ganze Spektrum von Substanzen, die Leute nehmen und das ist nicht immer so klar zuzuordnen. Trotzdem sind Sie nicht mehr fahrsicher. Und wir versuchen unsere Kollegen zu schulen, dass sie besser erkennen, wenn ein Verkehrsteilnehmer, ein Kraftfahrer unter Drogeneinfluss steht. Wenn Sie meinen, das erkannt zu haben, dann müssen Sie mit diesem Kraftfahrer erstmal zur Wache und Blut abnehmen lassen oder wie funktioniert das? Naja, wir haben auch so Schnelltests, wo man vor Ort etwas feststellen kann und wenn der Verdacht sich konkretisiert, dann wird natürlich auch eine Blutprobe gemacht. Und bei Alkohol ist es so, dass Sie gucken, wo in Berlin gefeiert wird und da stellen Sie sich dann hin oder, ich meine, Sie dürfen natürlich jetzt nicht verraten, wie genau die Kontrollen vonstatten gehen, aber ist es so, dass Sie da schon auch ein Konzept verfolgen und jetzt nicht ja quasi wahllos sagen, heute kontrollieren wir mal auf Alkohol? Schauen Sie, die Kollegen machen das seit vielen Jahren, da hat man natürlich auch Erfahrungswerte, wo man erfolgreicher ist wie an anderen Stellen und dann gehen wir natürlich dorthin, wo wir denken und auch zu der Zeit, dass wir erfolgreicher sind.
Herr Kahnt, was mich noch mal interessieren würde, wie steht Berlin eigentlich im Bundesvergleich da? Also Berlin hat eine ganz besondere Situation, weil wir im Grunde nur ein Stadtgebiet sind. Und im Stadtgebiet sind die Verkehrsrisiken anders wie auf dem Land. Wenn Sie nur Brandenburg nehmen, haben Sie riesige Strecken, die die Einwohner zum Teil fahren, durch Alleen, andere Geschwindigkeiten. Wir haben mehr das Problem, dass wir viele ungeschützte Verkehrsteilnehmer haben, Fußgänger, Radfahrer, wo sie natürlich eine andere Unfalllage haben. Und ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt in unserer Situation. Wir haben ja einen neuen Tiefstand an den Toten, einen historischen Tiefstand auch bei den Schwerverletzten. Und ich glaube, da können wir alle zufrieden sein. Nicht nur die Polizei, sondern alle, die hier in Berlin Verkehrssicherheit machen. Und welche Konsequenzen werden Sie jetzt ziehen aus diesen aktuellen Zahlen? Also wo werden Sie schwerpunktmäßig noch mehr machen müssen oder wollen? Wir haben ja, wie soll ich sagen, wir können nicht jedes Jahr neue Schwerpunkte machen. Wir haben eine Strategie, die sich über die Jahre entwickelt hat. Wir haben unsere Hauptrisikogruppen, das sind Kinder, Senioren, Radfahrer. Wir haben die Unfallursache nach wie vor, das ist zu schnelles Fahren, das ist Drogen, Alkohol. Das sind Abbiegeunfälle, wo eben auch Radfahrer zum Teil Opfer werden. Und wir müssen diese Strategien auch langjährig durchhalten. Also wir können nicht jedes Jahr was Neues machen. Aber die Entwicklung der Zahlen zeigt ja schon, dass wir ganz gut aufgestellt sind. War jetzt die Tatsache, dass Sie diese Pressekonferenz gemeinsam mit der Innenverwaltung und der Stadtentwicklungsverwaltung gemacht haben, ein Zeichen dafür, dass die Zusammenarbeit dieser drei Verwaltungen gut funktioniert oder auch ein Zeichen dafür, dass man hier noch besser zusammenkommen kann? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon letztes Jahr dafür stark gemacht, dass wir das gemeinsam machen. Dieses Jahr hat es auch geklappt. Darüber bin ich sehr froh und sehr stolz. Und es ist ähnlich wie in anderen Bereichen, wo wir aktiv sind, zum Beispiel im Bereich der Kriminalprävention, dass wir immer besser sind, wenn wir mit Partnern kooperieren. Und im Verkehrsbereich tun wir das ja auch. Das ist ja heute auch gut dargestellt worden. Und ich finde es dann auch gut, wenn das deutlich wird, wenn man die Erfolge gemeinsam präsentiert. Und bei der Beantwortung der Fragen heute konnten wir auch ein besseres Spektrum abdecken, als wenn ich nur allein davon gesessen hätte. Vielen Dank, Herr Kahnt. Die Sicherheit auf unseren Straßen zu stärken, liebe Zuschauer, das ist eine Herausforderung, wie wir heute gesehen haben, für die Innenverwaltung unserer Stadt, die Stadtentwicklungsverwaltung und natürlich auch für die Polizei. Aber sie geht auch uns alle an und wir alle können was dafür tun, dass wir sicherer auf unseren Straßen sind, indem wir einfach mehr Rücksicht nehmen und aufpassen und die Verkehrsregeln eben einhalten. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.